Techland. Zugriff auf die Steam Community. GeForce RTX. Intel. Republic of Gamers. Powered by Wise. Zivilisationen sind verwundbar. Eine Laune der Umstände. Ein kleiner Schmetterling schlägt mit den Flügeln. Und plötzlich bahnt sich eine Katastrophe an. Haran, eine ganze Stadt, einfach ausgelöscht. Wer dort zurückblieb, war hoffnungslos verloren. Die klügsten Köpfe der Welt fanden gemeinsam einen Impfstoff gegen das Haran-Virus. Letztlich besiegte die Menschheit die Seuche. Doch das war ihnen nicht genug. Entgegen seinem Versprechen, die Labore zu schließen, setzte der GRE seine Forschung an THV heimlich fort. Für das Militär. Für die Menschen. Es dauerte nicht lange, bis erneut eine Variante von THV freigesetzt wurde. Der Niedergang passierte schneller, als irgendwer ahnen konnte. Die wenigen Überlebenden hausen nun in kleinen Enklaven. Einziger Kommunikationsweg zwischen den entfernten menschlichen Siedlungen sind Reisende, tapfer oder verzweifelt genug, den Weg durch die gefährliche Einöde zu bestreiten. Sie werden Pilger genannt. Irgendwo auf der Karte existiert noch eine Stadt. Eine Stadt ohne Verbindung zur Außenwelt. Eine Stadt mit eigenen Regeln. Heute ist sie die letzte Bastion der Menschheit. Eine Chance, aus der Geschichte zu lernen. Und es endlich einmal besser zu machen. Endlich mit D, bitte. Denn jede Entscheidung beeinflusst die Zukunft. Unumkehrbar. Oh, Spaziergänge. Als ob die Menschheit lernen würde. Dying Light 2. Stay Human. Dieses Spiel ist ein fiktionales Werk und dient allein dem künstlerischen Ausdruck und der Unterhaltung. Epilepsie-Warnung. Kontrollpunkte. Dying Light, Stay Human. Ach, da sind wir schon. So, Einstellungen habe ich alle schon gemacht. Ich mache nicht fortfahren, ich mache neues Spiel. Grafikeinstellungen, wir spielen auf Ultimate, auf allem. Ich habe alles reingedreht, alles. Ich sehe es in 4K, ihr nicht. Entschuldigung. So, und da stand wirklich endlich. So wie Ente, quack, quack. So, neues Spiel. Auf normal, wie immer. Ein ausgewogenes Erlebnis für die Mehrheit der Spieler. Und das seid ihr. Mauspfeil? ...2036. ...15 Jahre nach dem Untergang. Schulweg. Ah,
easy peasy. Du hast es immer noch drauf. Ja, früher hat das Spiel mehr Spaß gemacht. Früher warst du noch jünger. Und dümmer. Immerhin bist du noch genauso schnell. Denn ein langsamer Pilger. Ein toter Pilger. Ja, ja, ich weiß. Komm hoch, ich will dir was zeigen. So, der Weg des Pilgers. Und das sind wir. So, mal ganz kurz. Ja, ich weiß, wir kriegen wahrscheinlich eh gerade noch Tutorial und so. Taxi. Sehr gut. So, lassen wir mal ganz kurz eben folgen. Springen. Aha. Springen, laufen, fröhlich sein. Hoppala. Und hoppala. Und hoppala. So. So, okay. Scheiße, Mann. Du bist immer noch ganz schön stark. Ich bin hier unten. Wo guckst du hin? Ich bin hier. Klettern Sie auf dem Vorsprung. Ja, nee, ich gehe außen rum. So. Hilf mir mal. Danke. Schön, dich zu sehen, Spike. Wie lange ist das her? Viel zu lang. Aber werd jetzt nicht sentimental. Wo gehen wir hin? Wirst schon sehen. Es ist unglaublich. Was ist unglaublich? Die meisten Pilger schaffen keine 2-3 Jahre auf der Straße. Du bist jetzt schon 4 Jahre da draußen. Und noch immer am Leben. Klar. Du auch? Klar, aber ich bin ja auch der Hammer. Na klar, stimmt. Echt jetzt. Ich wünschte, ich hätte deine Energie. Hast du eine neue Spur zu Jane? Na, nach New Paris blieb sie verschwunden. Wo bist du lang? Durch Baines oder Gary? Na, Baines, was ein Misthaufen. Gerade mal 5 wackelige Hütten und ein verrotteter Zaun sind noch da. Niemand dort kannte sie. Schau mal, Aiden. Ein Bienenstock voller Honig. So eine Gelegenheit lässt man nicht aus, oder? Auf keinen Fall. Sieh dich um. Wenn wir Glück haben, wächst dir auch Kamille. Honig und Kamille? Geil! Mach ich mal erstmal einen Tee. Aber jetzt erstmal. Hallo! Entschuldigung, ich konnte mich noch nicht einblenden. Hallo, Entschuldigung. Ich bin eigentlich auch gar nicht da. Ich finde, der Fokus sollte auf dem Spiel liegen, nicht auf mir. Aber naja, ich zeige euch mal, wie ich Honig sammle. Hier, ich grabbel einfach, ich gehe direkt an den Bienenstock. Das könnt ihr auch selber so machen. Und dann grabbel ich da einfach mal so hin. Und schon ist der Honig weg und die Bienen auch. So. Wir müssen ein Honig. Geräusche da hinten. Ist das Kamille? Das ist Kamille. Du weißt doch, wie Kamille aussieht, oder? Willst du mich verarschen? Ich ernähre mich täglich von Kamille. Gleich nach meinem Workout-Programm. So, hier ist auch noch Kamille. Habe ich da noch Kamille? Ich nehme die alle. Das müsste reichen. Ich nehme alles an Kamille mit. Wächst hier noch mehr Kamille? Sollte ich ja schon rumlaufen oder ich muss ja zurückgehen, ne? Wir gucken mal ganz kurz nur mal. Nur mal ganz kurz gucken. Ein großer Zaun. Und von da hinten kommen böse Geräusche, da gehe ich mal nicht hin. Hier ist auch noch ein Zaun, aber ja, mal gucken. Okay, ich glaube, wir haben alles. Wo bist du denn? Ich komme. Warte. Habe ich doch richtig gehört. So, noch mal ein bisschen Honig. Erinnerst du dich an die alte Kräuterfrau, die wir in ihr Dorf zurückgebracht haben? Uh-uh. Oh ja, die mit diesem Sprichwort, Kamille und Honig immer schön aufheben. Zusammengemischt bleibst du damit am Leben. Wow, was für ein Spruch. Das ist, wow, das ist richtig eingängig. Das ist ja auch mein Lieblingsspruch. Honig und Kamille immer... Okay, gut. Wir haben einen neuen Entwurf. Ich guck mal ins Inventar. Sie haben Ihren ersten Entwurf erhalten. Es handelt sich dabei um eine Zutatenliste, die Ihnen erlaubt, Objekte, Verbrauchsgegenstände und Waffenmodifikationen herzustellen, indem Sie verschiedene Fertigungsteile benutzen, die Sie bei Ihren Erkundungen aufgelesen haben. Natürlich. Hier bewahren Sie alle Fertigungsteile auf, wie zum Beispiel 5 Kamille. Lesen Sie die Beschreibung der Fertigungsteile durch, um herauszufinden, wie sie benutzt werden und wo sie zu finden sind. Kamille, gewöhnliche Pflanze mit straffenden Eigenschaften. Boah, die brauche ich für meinen Arsch. Die auch das Immunsystem fördert, verwendet in Arznei- und Aufputschmittel. Die brauche ich für meinen Energy Drink. Hauptquellen Dachhain. Dachhain? David Dachhain?
Kenne ich, der macht so Videos. Roleplay Gamer, danke für die Gifted Subs. Entschuldigung, wir machen gerade im Stream, ne? Für Leute auf YouTube, falls das auf YouTube kommt, wir spielen gerade im Stream. Ich werde aber versuchen, ne? Ich werde fokussiert. Ich werde hier komplett, hier, mein Fokus. Hier. So, wir kriegen das schon hin. So. Okay, weiter. Wir entwerfen eine Arznei. Und wir brauchen noch einen Honig. Wie viel haben wir noch? Ah, wir haben nur noch eine Kamille. Okay, reicht nicht. Wir haben zwei Arzneien. So. Komm schon, wir sind fast da. Ja, ich muss halt gerade nochmal rumdoktoren. Ich höre so komische Geräusche im Hintergrund. Immer schreien, immer irgendwas. Okay. Hier durch? Au. Das ist es. Komm schon. Okay. Da passe ich nicht durch. Ich bin zu fett. Wegen meinen Muskeln. Ich habe sehr breite Schultern. Coole Hütte. Wow. Da hatte mal jemand eine nette Hütte. Ja. Cool. Sieht echt ganz cool aus, ne? Würde ich auch gerne wohnen. Abgeschlossen. Ich versuch's hier. Geh du zur Hinterseite. Nimm alles mit, was wir brauchen können. Klar. Ist das nicht eine Glastür? Hätte man in der Zombie-Apokalypse nicht einen Glasschneider dabei? Oder würde das zumindest mit Seife einreiben und dann... Öffne dich. Ja. Siehst du? Funktioniert nicht. Also such gefälligst einen anderen Weg. Ja, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Woo. Ah, ich sehe schon. C. Okay, hallo, hallo. Nichts. So. Suchen. Das nehme ich mit. War hier noch was? First Arrow, nice. Geil. Yeah. Nehme ich alles mit. All die Leere in meinem Leben nehme ich mit. So, Wäschekorb oder was immer das ist? Igitt. Na, hier ist nichts. Da ist rein gar nichts. Hier ist noch eine Scheibe Brot. Es ist eine Seife. Ich esse sie aber trotzdem. So, was haben wir hier? Stofffetzen. Die nehmen wir nicht mit. Diese nehmen wir aber nicht mit. Hier ist ein ganzer Korb voller Stoff. So. Na, hier ist nichts. Kühlschrank ist aber echt ein bisschen low für so eine Hütte. Ist das gut, hier reinzugehen? Was zum... Ja, nur Ratten. Ich hab den gar nicht gehört. Warum? Ich fange an, mir Sorgen um mich zu machen. Du kennst unser Motto, wenn du anfängst, dich um jemanden zu sorgen, wird's Zeit zu gehen. Wo ist denn... Wieso hört man den nicht? Ist das so ein Mind-Ding irgendwie? Haben wir so ein Connect? Ist er... Wir spielen momentan ohne Day-One-Patch, ne? Vielleicht liegt's daran. Könnte ein Bug sein, aktuell. Wir spielen ohne Day-One-Patch, also noch vor Release. So, deswegen geht auch der Laptop nicht. Meta... Franz Kafka. Metamorphosis wahrscheinlich. So, Klavierspielen geht auch nicht, ne? Kann ich hier irgendwas... Oh, warte, hier. Harz. Ich habe auch mal eine Flasche Harz rumliegen. Nichts gibt mir ein schöneres Gefühl. Und Reis im Arbeitszimmer ist auch wichtig. Ansonsten, hier ist ein Vogelkäfig. Wir könnten die Reste vom Wellensittich mitnehmen. So, hier nochmal schön Kaffee machen. Apropos. Kaffee machen. Habe ich ganz vergessen, der ist schon längst kalt. So, das ist noch ein Partyposter. Boah, 2023, ich kann es nicht erwarten, ne? 22... Was? Ich hab das gerade gehört. 22 gesehen, gelacht, vergessen. 23 wird Zeit. Hier ist auch Party 23. So, warte. F untersuchen. Okay. Party. Aber bis dahin hatte der GRE doch längst die Kontrolle über das Virus verloren. Dance like it's the end of the world. Vielleicht wollten die auch eine Party machen zum Ende der Welt. Kann ich eigentlich... Ich muss immer erst Q machen, um Sachen zu lesen? Aha, 5 Jahre später, wer erinnert sich an Haran?
Ich ehrlich gesagt nicht. Zeitungsartikel, Artefakt, Sammelobjekt. Okay. Der hustet so verdächtig, der ist bestimmt krank. Was ist denn hier los? Ein Fläschchen? Ich frage mich, wie der Wein damals geschmeckt hat. Ist schon leer, ne? Das wäre sonst ein guter Jahrgang. So, hier war auch noch irgendwas. Muss ich jetzt immer Q drücken? Who do you voodoo? Klingt vertraut. Da haben wir gerade noch drüber gesprochen. Da haben wir gerade noch drüber gesprochen. Der Soundtrack von... Ich dachte zuerst, es wäre der Vorgänger von diesem Spiel. Aber es war Dead Island? Dead Island. Who do you voodoo with? Oh, nice. Schön. Das hat da mal gerade eben noch... Okay, das ist nice. Okay. So, ein bisschen Leder. Geil. Oh, ich würde so gerne Klavier spielen, ne? Aber ist, glaube ich, keine gute Idee hier. So, hier noch. Einmal öffnen, leer. Nada. Null. Bin ganz ehrlich, für so eine geile Hütte ist hier aber ziemlich wenig. Will ich auch schon raus oder will ich erstmal rumgucken? Ich will erstmal rumgucken, ne? Guck mal hier. So. Stofffetzen. Am Anfang alles spannend. Wir werden später einfach völlig geübt rumlaufen. Was ist das denn für ein Lumpen? Um Gottes Willen. Da kaufe ich doch lieber im Gronkh-Shop. Gute Qualität, gute Preise. Okay. Harz. So, boah, hier geiler, oh, geiler Curved Screen. Nice. Hier haben wir noch Zigaretten. Ungewöhnliche Wertsachen. Nehme ich auch mal mit. Kippen halten auch ewig, ne? Ich dachte, die gammeln irgendwann. So. Das ist super dunkel, weil es hier drin gerade auch super dunkel ist. Guck mal, da wo die Sonne scheint, ist heller. Aber hier ist natürlich, alle Fenster sind verhangen und so weiter. Das wird ja gleich bestimmt ein bisschen heller. Oh. Ist das die Party? Oh, das ist die Party, oder? Sorry, Dave. Goodbye. Das zerreißt mir das Herz. Das Ende der Welt... Na, die wollten selbst bestimmen, wie sie sterben. Hoffen wir, dass wir auch so viel Glück haben. Aiden. Ich sehe oben nach. Schau du dir mal den Garten an, okay? Okay. Da fehlen noch ein paar Voicelines, glaube ich, aktuell. Die müssten mit Day One Patch hoffentlich kommen. So, durchsuchen sie das Haus. Okay, die haben gesoffen und die haben sich Tabletten reingeschmissen, wenn ich es richtig sehe, ne? Weil hier auf der... Hier standen auch Tabletten rum. Die haben gesoffen. Alkohol, Tabletten. Oh, guck mal hier. Ich hoffe, man sieht es einiger... Seht ihr das ein bisschen? Wenigstens? Hier mit dem Kopf auf dem Schoß? Ich sehe gar nichts. Ah, warte mal ganz kurz ein bisschen. Video, kann ich das heller machen? Gamma. Ich hoffe, ihr seht jetzt... Wollen Sie speichern? Ja, gerne. Könnt ihr jetzt ein bisschen... Ja, ganz ansatzweise, ne? Müsst ihr es sehen können. Ich weiß nicht genau, warum es bei euch so dunkel ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist halt echt traurig. Das ist das, was Bethesda mal sehr gut macht, mit Skeletten Geschichten erzählen. Huch, was war das denn? Was ist mit dir? Ich mach Klimmzüge, Leute. Ich bin ganz ehrlich, ich bin pro Sport. Übrigens. Ach, jetzt hat er aufgehört, okay. Wie kann ich loslassen? So. Okay, wenn ich erschöpft bin. So. Jetzt kommen wir raus, jetzt kommt auch... Oh, ist das bitter. Oh, ist das bitter. Und überall die Tabletten. Hier überall Gefresse auf dem Tisch, Gesaufe und überall die Tabletten. Die haben sich, als der Virus schon unterwegs war,
haben die sich zum Ende der Weltparty getroffen. Oh Gott, hier geht's noch weiter. Oh, ist das bitter. Bin ganz ehrlich. Oh, hier mit Kopfhörern. Bin ganz ehrlich. Kann's verstehen. Wenn du weißt, dass du eh am Arsch bist. Hier schön im Pool, in Raifeen. Boah, ist echt traurig, ne? Oh. Guck mal hier. Aber lieber so als, ne? So. Okay, dann wollen wir mal alles absuchen hier. Hier ist nix. Da ist noch was, warte mal. Was ist denn das? Teile! Was war das? Warte mal. Ah, zum Verstecken. Okay. Okay, okay. Und da hinten war noch irgendwas an der Pflanze. Wir gehen gleich wieder raus, ne? Ach, das Bild. Hör auf! Ich bin noch nicht bereit. Das sollte damals wohl Kunst sein. Ja. Liegt im Auge des Betrachters, ne? Ich find's doof, dass wir immer Kuh machen müssen, um Sachen anzugucken. Finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, das wird noch gefixt. Immerhin hatten sie einander. Hast du abgenommen? Hast du abgenommen? Sieht viel besser aus. So. Da. Da war noch was. Der Kollege hier. Und da. Entschuldigung. Sie hatte Klasse. Ach, das gleiche Buch. Okay. Ei, der Daus, ei, der Daus. Ach, guck mal, hier auch. Ei, der Daus. Welcome to the last party. Sind das Leute aus dem Entwicklerteam, frage ich mich gerade. So, untersuchen. Mal gucken, wen haben wir denn da? Hm. Und ein Brief. Meine liebste Mary, verzeih mir, dass ich dich verlassen musste. Es heißt, wenn das Virus dich verwandelt, dann bist du für immer verloren. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß, dich gibt es noch da drin, unter all dem Schmerz und der Krankheit. Ich komme zu dir. Kein Weglaufen mehr. Gott. Hey, komm her. Schau dir das an. Bin ganz ehrlich, ach, hier ist der DJ. Bin ganz ehrlich. Wenn Tati vom Virus befallen wird, ich glaube, ich würde ihn im Keller einsperren und füttern. Mit vorbeiziehenden Menschen. Weiß ich es einfach nicht. Entweder aus der Misere befreien oder füttern. Eins von beidem. Ich weiß, keine Ahnung. Also kommt doch gerne mal vorbei. Schaut doch einfach mal vorbei. Ja, bei Lieferando. Ich bestelle mir einfach Menschenfleisch bei Lieferando. Ich glaube, das wird bis dahin dann auch möglich sein. So, hier ist nichts mehr, ne? Oh, Junge, ist das alles bitter. Ach, warte mal, kann ich nicht auch hier? Ah. Geil. Oh, Photovoltaik. Schön, schönes Detail einfach hier oben drauf. So, ich gehe erstmal zu ihm hin, ne? Boah, die Aussicht. Oh, so eine hört ich auch gern. Oh, ist schon nice. So, warte. Setz dich, Kumpel. Für dich. Ein Geschenk? Ein Geschenk des Himmels, um genau zu sein. Habe ich gerade gefunden. Neben der Leiche des Besitzers. Dir nutzt es wahrscheinlich mehr.
Hier. Das ist doch nicht mehr gut. Das Bier müsste längst abgelaufen sein. Es kein Aroma mehr. Ein echter Feinschmeckergaum, was? Trink einfach. Unglaublich, wie friedlich das Ende der Welt doch ist. Na, zumindest bis zur Nacht. Stimmt. Ich wünschte, Crane hätte das hier gesehen. Wer? Kennst du nicht. Habt ihr diesen Typen gefunden? Hm? Was? Hab für dich diesen Typen gefunden? Was? Wen? Was? Welchen Typen? Tu nicht so. Du wurdest doch Pilger, um den Dreckskerl zu suchen. Waltz. Ich habe jemanden gefunden, der ihn kennt. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Als ich dir das Bier gab, dachte ich, du wüsstest, dass wir was zu feiern haben. Die Aussicht. Der Typ ist in Villador. Anscheinend weiß er was über Waltz. Villador? Dann bin ich so nah dran, hä? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Bringst du das hier nach Gary? Liegt auf dem Weg. Die Leute dort mögen Pilger nicht, aber sie zahlen gut. Und wo mögen die Leute Pilger, Aiden? Sie haben Angst vor uns. Alle tun ihr Bestes, um zu überleben. Vielleicht. Aber sobald etwas durch die Horden von Infizierten transportiert werden muss, klopfen sie plötzlich an deine Tür. Also gut, aber du schuldest mir was. Na, nicht nur eine Sache. Also, was ist mit dem Typen? Naja, hab per Funk mit ihm geredet. Sein Name hat er nicht gesagt. Sieht aus, als hätte er was zu verbergen. Siehst du die Antenne auf dem Hügel da? Damit kannst du ihn kontaktieren. Eiffelturm. Er hört den Funk auf 140,200 MHz ab. Morgens früh. Sag ihm, du meldest dich bald. Was will er dafür? Hat er nicht gesagt. Klang aber nicht danach, als ob er irgendwas umsonst macht. Das macht wohl keiner. Und? Was ist mit mir? Du bist ein alter Sack, der mich überall nach seiner verrückten Freundin rumfragen lässt. Hey, hey, hey. Sie ist nicht verrückt. Jane ist vielleicht ein bisschen hitzköpfig und... Sie bringt sich immer in Schwierigkeiten, aber... Wenn du ihre... Hey, langsam. Na gut, für solches Gerede ist es noch zu früh am Abend. Augen. Ich wollte Augen sagen. Wunderschöne, stahlgraue, riesige... Brüste. Ich hab noch nie gehört, wie jemand so auf graue Augen abfährt. Weil du einen Scheißdreck über das Leben weißt, ganz zu schweigen von Frauen. Na, wahrscheinlich hast du recht. Ich sag's dir. Irgendwann finde ich Jane. Dann suchen wir uns ein Haus. Da wohnen wir und niemand wird es uns nehmen. Und ich wandere nicht mehr rum wie ein Trottel. Ja, darauf trinke ich. Mann, Leute! Räumt lieber auf, das ist eine coole Hütte. Waltz, was ist mit dem? Gehört er zur Familie? Nein, ganz und gar nicht. Und warum suchst du ihn dann? Erzählst du mir das irgendwann? Ja, irgendwann. Na gut. Ich muss weiter. Wann sehen wir uns denn wieder, hä? In 2 Jahren? Vielleicht. Mach's gut, Mann. Ich hoffe, du findest diesen Waltz. Oder wen auch immer du suchst. Und denk daran, 140,200 Megahertz. Frühmorgens. Der Typ erwartet dich. Hau rein, Mann. Danke dir. Och, weißt du was? Wie ich das sehe... Scheiß auf die Rache, scheiß auf den Typen, scheiß auf den Funkturm. Wir machen folgendes, wir räumen hier auf, machen hier unsere Base, sammeln uns Vorräte aus der Stadt vielleicht, kommen immer wieder hierher und wir machen uns hier einfach ein schönes Live. Wir bräuchten eine Wasserpumpe von irgendwo, damit wir hier ein bisschen auffüllen können. Wir machen uns hier einfach, ganz ehrlich, was soll ich in einer beschissenen Stadt rumhängen mit den Zombies und alles? Das ist doch eine scheiß Idee. Hier ist voll geil. Vielleicht noch ein paar Leute, ne, so... 2, 3 Leute noch und so, mit denen man hier rumwohnt. Genau, Solarstrom haben wir auch. Das ist, also ganz ehrlich.
Wäre geil, aber alleine. Nee, ich sag ja, ein paar Freunde noch holen und so. Also, ein paar Leute, die man noch kennenlernt. Er hier gerade vielleicht oder so. Vertrauenswürdig müssen die sein. Das ist, glaube ich, schwierig in diesen Tagen. Hier ist sehr dunkel wieder. Aber mit Photovoltaik könnten wir auch Licht machen. Eventuell. Je nachdem, wie vergammelt die Elektrik ist. Aber ein paar Sachen kriegt man hin. Ein paar Ersatzteile kriegt man bestimmt auch noch. Was war denn das gerade? Bin ich gerade so gerannt? Hier geht's halt nirgends raus, ne? Oder rein oder sonst irgendwas. Ich glaube, das war es auch schon. Also eigentlich echt geile Bude. Ja, Licht ist wichtig, hast du recht. Man kann erstmal Kerzen holen oder so. Draußen sind 30 Bienenstöcke. Da können wir vielleicht Bienenwachs holen, daraus vielleicht Kerzenwachs machen und so. Also ganz ehrlich. Ich glaube, wir haben hier alles, ne? 63 Meter. Wo kann ich denn hier sehen? Tagebuch. Auf meiner Flucht vor den Infizierten auf einem verlassenen Highway traf ich einen anderen Pilger. Erreichen Sie die Funkantenne. Wir müssen also jetzt schon direkt rüber. Schweren Herzens. Was ist denn das da unten? Kinderspielplatz. Aber kommen wir über den Zaun? Also wie komme ich denn... Da ist ein Tor, okay. Autsch. Irgendjemand hat die gerade geschnauft. Ich war es nicht. Da ist niemand, ne? So. Oh, Traum. Ich würde am liebsten da bleiben. So. Jetzt drücken Sie, halten Sie Tab. Okay. Alles klar. Lass mich raten. Mal gucken. Vielleicht sterbe ich ja, vielleicht aber auch nicht. Juhu! Litsche Platsche! Geil. Oh, schön. Wir haben ja, wir hatten ja alles. Können Zombies schwimmen? Ich glaube nicht. So, nur mal kurz hier unten gucken. Vielleicht gibt es ja auch Zombie-Haie oder irgendwas. Gruselig, Zombie-Haie wären ja menschenfressend. Schlimm wäre das. So, wir wissen natürlich nicht, ob hier vielleicht noch... Ich weiß noch gar nicht. Also wenn jetzt irgendwelche Zombies kommen, wir... Besser. Kann man so einen Secret-Angriff machen? Also so aus der... Auf den Arsch! Ja, jupp, Heidi! Nochmal auf den Arsch! Ich würde gerne Sneak-Angriffe machen. Ging gerade nicht. War jetzt nicht so mega sneaky. Okay, ich durchsuche mal. Leer. Da lohnt sich durchsuchen, glaube ich, nicht mehr, ne? Da könnte ich vielleicht ein Springseil draus machen. Wo ist denn unser Freund hier hingeflogen? Der wird nicht markiert? Okay. So. Wir sind noch lange nicht in der Stadt, ne? Nur mal so nebenbei. Kann man hier drauf? Nee, ne? Nee. Ist kein Assassin's Creed. Also wir können nicht, ne? Überall... So, Camille. Geil. Da ist nochmal Camille. Zombies sind nicht sehr schlau. Die werden bestimmt später etwas schlauer. Nice! Sag mal her. Geil. Wir haben 3 Münzen. So. Das sind bestimmt Schokotaler. Okay, sonst nix. Oh doch, was ist das da? Dose. Das gibt Pfand. Das ist die Währung hier.
Hier ist nichts, ne? Okay. Ist das Bienen oder Fliegen? Ah, es sind Bienen. Bienen wie mir schienen. Hier ist ein Radio, kann man das anmachen? Ne, leider nicht. Okay. Hier war noch Kamille. Die würde ich gerne mitnehmen. Wir sammeln natürlich Kamille und Honig, ist klar. Gerade am Anfang sehr viel. So, hier ist sonst nichts. Und wir sind einfach noch gar nicht in der Stadt. Da müssen wir erstmal hinkommen. Das heißt, wir müssen erstmal zum Turm. Kann ich eigentlich auch... Okay, ich kann auch verteidigen. Okay. Oh, hat mich erwischt. Okay. Schön. Solange es noch einfach ist, würde ich gerne ein paar Sachen üben. Oh, neue Frisur. Also, solange wir Einzelzombies haben, würde ich gerne so ein paar Sachen üben. Auch mit Angriff, mit Verteidigung, mit... Ne, so dies, das. Gut, Verteidigung. Hä? The Forest? Kann ich... Nein, kann ich nicht. Ich dachte, es sind jetzt Tennisbälle drin. Was bist du denn für ein hässlicher, stinkender Haufen Scheiße? Wird er schneller, wenn man sich nähert? Doch, der hat uns gesehen, ne? Hab ich doch gewusst. Das sollten wir nicht zur Gewohnheit werden lassen. Wir werden später wahrscheinlich sehr viel ausweichen müssen oder umgehen müssen. Glaub nicht, dass wir einfach so... Glaub nicht, dass wir alle Zombies später umhauen können. Das werden zu viele. Was ist das denn? Kommen wir da hoch? Nein, kommen wir nicht. Okay, schade. Ach, das ist ein Auto. Oh, das ist eine Straße. Oh, okay. Da kann man später bestimmt rüber jumpen irgendwie, aber aktuell schwierig. Hier ist auch nichts drin. Ich dachte, beim Tauchen kriegen wir den geilen Shit. Leider nein. Leider nein, leider nein. Okay, okay. Wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Hier. Oh, ah. Gut, dann gehen wir hier lang. Und gehen da hoch. Wahrscheinlich immer da, wo Efeu ist, ne? Hier ist kein Efeu. Hier kann man nicht klettern. Da ist Efeu. Hallo, jemand zugestiegen? Fahrkartenkontrolle. Haben Sie eine Fahrkarte dabei? Schade. Fahrkarte? Keine Fahrkarte? So, Bussimulator. 2023. Okay, sonst ist hier auch nichts, ne? Ich will halt Sachen sammeln, aber hier ist auch nichts. Ich würde gerne looten. Oh Gott, sag nicht, ich muss in den Tunnel. Oh, ich ahne es. Oh, natürlich. Alle im Standby-Modus. Geh nicht zu nah an die Beißer heran, ansonsten wachen sie auf. Sneaken muss ich nicht, ne? Kann ich auch nicht, da kann ich ja nicht springen. Ein paar sind aufgewacht. Aber die checken nichts. Okay, cool. So.
Die kommen ja, glaube ich, oder? Kommen die hier rüber? Ach, die bleiben einfach da. Ich meine, wir könnten die alle erledigen, aber ich habe Angst, dass so ein Knüppel dann auseinanderfällt. Fällt. Oh, geil, danke. Kamille für Leute wie mich, die üblicherweise verkacken. Ja. Welcome to Misty Forest. Misty Survival Forest. Hier ist aber schön. Oh, immer noch schöne Aussicht. Okay, wir müssten einmal da hoch. Und dann müssen wir da rüber, glaube ich, ne? So. Okay, cool. Cool, cool, cool. Forest Retention Area. E-Tension vor the Retention. Wieso verlieren wir beim Leiterklettern Stamina? Ist das so anstrengend, eine Leiter hochzusteigen? Ist das so, dass man an der Leiter hochklettern und am Ende so der Leiter denkt so... Also so schnell meine ich. Ja, mach doch mal. Ich bin schon Leitern. Ich bin da schon. Hier verlieren wir keine Stamina. Nur an der Leiter. Und auch wenn wir hängen. Okay, keine gute Idee rumzuhängen. Auch wenn wir an der Leiter hängen, verlieren wir Stamina. Ja, gut. Ich höre Bienen. Ich übersehe immer Kamille, glaube ich. Hier. Und ich gehe gleich nochmal schnell ins Inventar. Einfach nur mal als Übung. Oh, geil. Geiler Honig. Honig. Mit CH. Honig. Okay, ich gehe nochmal kurz ins Inventar. Fertigung. Und dann würde ich sagen, wir haben Arznei. Ah, ich kann noch Maximum herstellen. Okay. 5 Arznei haben wir jetzt. Okay, hier geht's hoch. Wir hätten noch hochklettern können, habe ich gerade gesehen, aber... Und hier geht's wahrscheinlich... Ja, habe ich mir gedacht. Geronimo! Geil! Aloy! Dicke Nachbar von oben ist wieder geklettert. So... Es ist dunkel hier, aber Zombies? Ich meine, es ist in einer Naturhöhle, dürften hier nicht allzu viele sein, ne? Oh, warte mal, da ist einer. Geil! Ich würde eigentlich schlagen, aber wir sollen treten. Okay. Wieso komme ich da nicht hoch? Weil ich doof bin? Jetzt, okay. Prima. Ciao. Springen Sie ein schwingendes Seil. Puh, Parcours-Fertigkeitspunkt. Okay. Sie haben den Rang Ihrer Parkour-Fähigkeit erhöht und Ihren ersten Parkour-Fertigkeitspunkt verdient. Sie können jetzt dazu benutzen, Ihre erste Parkour-Fertigkeit freizuschalten. Geil. Hochsprung erlaubt es Ihnen, höhere Vorsprünge zu erreichen, wenn Sie beim Springen Leertaste gedrückt halten. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol der Fertigkeit. Das kriegen wir doch hin. Hier, ne? Hochsprung. So, haben wir. Und was haben wir hier? Huch, Sprungtritt. Bäm. Springen Sie über taumelnde Gegner und setzen Sie mit einem Tritt nach. Okay, der kriegt aufs Maul und dann da rein. Okay, später. Na, fast fertig. Es wird aber Nacht, mein Freund. Ich wollte es nur sagen, ne? Und nachts, geht's doch hier los, dachte ich. So, gedrückt halten, nicht zweimal drücken. Muss ich mir... Ach, da soll ich rüber?
Na, ist schon dunkel. Zeit, ein Versteck für die Nacht zu finden. Das sage ich doch die ganze Zeit. Na, was Besseres werde ich nicht finden. Ich gehe gleich dahin, ja? Hallo? Geil, Harz und Teile. Harz und Teile wünsch ich mir. Kann ich speichern? Nee, ne? Weil wenn ich jetzt hier, ich meine, kann ich, ich meine, ja, ladehü. Wir sind fast gut gelandet. Wir sind fast gut gelandet. Ich wollte gerade F5 machen. F5 sagt no. So, dann können wir gleich mal gucken, wie wir einen Heal benutzen, ja? Wir gucken, wir schauen gleich mal. Ich drücke auf H. Ich halte H gedrückt. Okay. Müssen wir auch mal schauen. Sehr gut. Ist dir sicher sehr gut? Hier wären wir einfacher drüber gekommen. Das ist aber sehr... Ich meine, Hauptsache wir haben's, ne? Was ist da drin? Schmuck? Wow, geil. Schmuck ist da drin. So. Hätte ich mal gleich so gemacht. Ja, erstmal Kamille mit Honig. Das tut uns allen gut. So, kann ich hier noch runterspringen? Ja, ne? Das sollte gehen, okay. Ist hier Besuch? Ich glaube, wir sind eh noch im Tutorial, ne? Die Zeit vergeht gerade nicht real, sondern je nach Abschnitt. So, dass wir jetzt abends hier ankommen und so. Ich laufe erstmal außen rum. Absichern. Absichern, weil ich höre da drin schon jemanden. Das muss doch... Da ist doch... Da was klemmt. Was ist das? Was zum Teufel ist das? Ich will's nicht wissen. Mann, lass mich steuern. Ich will wegrennen. Das ist mir zu schnell. Warum? Warum guckst du denn eine Stunde? Was? Kampfgrundlagen. Oh, das kommt jetzt sehr pünktlich. Einige Gegner nutzen Kraftangriffe, die massive Schäden verursachen und sie von den Beinen werfen können. Wenn ein Gegner einen Kraftangriff vorbereitet, blinkt seine Gesundheitsleiste rot auf. Sie können ausweichen, um einen Treffer zu vermeiden. Drücken Sie zum Ausweichen Leertaste, während Sie sich rückwärts oder in eine beliebige Richtung seitwärts bewegen. Als ob, ich bin ausgewichen, du kleine Drecksau. Geil. Oh, naja, nicht so geil. Ich mach erstmal Trash-Mod weg. Headbanger! So, und jetzt? Ohne Freunde? Was machst du jetzt? Hä? Hä? Dumme Kröte! Schrei doch, wie du willst! Oh, da ist doch noch einer. Da kommen immer mehr. Ich muss die alle... Das war knapp. Okay. Also, habt ihr gehört? Ihr seid scheißegal. Ich muss nur sie kaputt machen. Ihr seid scheißegal. Ihr seid eh schon tot. Eure Leben sind gelebt.
Niemand wird sich an euch erinnern. Ihr seid traurige Abschaum. Keine Sorge, ich demotiviere sie, ne? Damit die nicht mehr so angreifen. Das ist Demotivation, ja? Damit die alle sagen, ach so, ja, okay, dann, schade. Theoretisch hätte man ja gut, looten können, ne? Hätten wir die alte leben lassen? Leer, leer, leer. Okay, wir hätten toll looten können. So. Hallo, hallo. Die Sendestation sollte hier irgendwo sein. Ja, sicher, das weißt du auch genau, ne? Weil du kennst dich hier aus, du warst ja schon 30 Mal hier. Federn. Die Federn müssen hier irgendwo sein. Warte, kann ich das aufmachen? Ist aber sehr speziell manchmal. Okay. Geil, oh, Dosen. Aus Dosen kann ich später bestimmt was craften, ne? Aus Gedärm noch bestimmt auch. Gedärm ist noch super zerreißfest, da kann man doch bestimmt irgendwas machen. Seile. Und wenn es hier was im Überfluss gibt, dann Gedärme. Und Knochen. So. Oh, geil. Who do you woo? So. Im Schrank war noch was auf dem Boden, dann gehe ich da gleich mal gucken. Oh, schön. Also wenn hier jetzt Ruhe ist, können wir ja vielleicht pennen die Nacht, ne? Ach, hier, Teile. Ihr habt recht, die nehme ich mal mit. Die guten alten Teile, geil. Gibt natürlich kein schöneres Teil als deins, ne? Ist klar, aber ich nehme die mal mit. So. Hier. Gut, probieren wir's. Ein Geheimgang. Sowas gibt's. Boah, so viele Curved Screens, ne? Ich würde die alle sammeln bei uns, da oben. Das ist sie. Die Sendestation. Ich muss den Generator anschmeißen. Der ist in der Garage, ne? Da müssen wir eh gleich hin. Ja, sehe ich jetzt schon. Garage. So, Kippen. Elektrikteile. Ich weiß, wir müssen eigentlich immer so machen. Aber ich weiß, wie es euch geht. Ich will nicht ständig... Oh, ja gut, wir müssen das offenbar wirklich machen. Weil sonst geht das hier nicht. Habe ich das... Aber da kam noch nichts. Oder habe ich das weggedrückt aus Versehen? Da kam gerade nichts. Kuh, ja, ich will nicht... Ich habe keinen Bock, ständig auf Q zu drücken. Ich weiß, wie es euch geht, aber ich finde das, ehrlich gesagt, ich finde es praktisch, aber störend, dass man es immer machen muss. Ich würde mich freuen, wenn nach einem Mal die Sachen markiert bleiben. Das wäre sehr hilfreich. Ansonsten wird es, glaube ich, irgendwann lästig. Fragezeichen. Oh, schön hier. Schöner Balkon. Okay, gut. Haben wir hier noch was? Nee, ne? Nö. Wir müssen nach unten. Hier sind noch ein paar Türen. Bereichswechsel oder was war's? Ja. Schön so sportlich zu sein. Okay. Was sagst du bis jetzt? Ich kann es ehrlich gesagt, ich kann es noch nicht beurteilen. Ich kann mir noch, momentan, wir sind ja noch am Anfang. Wir sind noch im Tutorial, wir sind nicht mal in der Stadt. Wir haben noch nichts gemacht. Bis jetzt macht's Spaß. Aber ich weiß noch nicht genau, was kommt, natürlich. So. Oh, geil, Licht. Und laute Musik. Ich habe gehört, laute Musik hilft gegen Zombies. Die sagen dann, oh, nee, Spaßveranstaltung, da gehe ich nicht hin. Ich bin nicht adäquat gekleidet. Geil. Schuld war nur der Barcelona. Nee, wie war das? Der Bossa Nova. Entschuldigung. Hier war eine Radiostation. Sehe ich das richtig? Da ist noch was.
Ach so. Sicherheitszonen. Sie haben gerade die erste Sicherheitszone freigeschaltet und damit Ihr Netzwerk an Wiedereinstiegspunkten erweitert. Ich wünschte, dass die Sicherheitszone da oben beim geilen Haus gewesen wäre. Alle Sicherheitszonen sind mit UV-Lampen ausgestattet, wodurch die Sicherheit bei Nacht gewährleistet ist. Zudem bietet jede Sicherheitszone Zugang zu einem Ruheplatz, an dem Sie die Tag-Nacht-Phasen wechseln können, und zu Aidens Versteck, an dem Sie Ihre überzähligen Gegenstände lagern können. So, das ist das Icon, okay. Ich benutze mal. Na dann los. Zu früh, ne? Zu spät. Ist nicht die richtige Zeit. 140, was? Es war 140, 200, ne? Bin fast sicher. Hier ist Aiden, komm. Sucht dir jemand einen Pilger? Komm. Na, ich muss wohl bis morgen früh warten. Ärgerlich. Geh hin. Weißt du was? Ich gehe alle Frequenzen. Nee, ich gehe. Na, genug jetzt. Schlafenszeit. Oder? Morgen versuche ich's wieder. Aber vielleicht kommt auf den Frequenzen was. Ich mach mal die anderen Frequenzen. Jetzt, okay. Hä? Ich geh einfach mal schlafen. Ja, gedrückt halten geht auch nicht. Es blinkt nur irgendwie kurz auf. Ich halte gedrückt und dann passiert das hier. Ich halte immer noch gedrückt. Und wenn ich nur auch kurz drücke, passiert das. Ich hab's kaputt gemacht. Ich weiß nicht genau wie, aber ich hab's... Ja, wenn ich vorher Q drücke, vielleicht geht's dann? Nein. 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 Ich geh schlafen. Weiß nicht, was ihr macht. Aidens Versteck. Wir haben zwei Waffen. Scharlagstock. Der ist, glaube ich, unser Default. Der ist schon fast ein bisschen kaputt. Verbrauchsgegenstand, Handschuh. Danach haben wir einen Wundbrand. Waffen, Zubehör haben wir nix. Verbrauchsgegenstände haben wir die, das kennen wir schon. Okay, Extras, Outfits haben wir auch nix. So. Ich geh mal schlafen, ja? Ich bin auch müde, ich hab... Aiden! Aidy Baby! Hauen wir jetzt ab? Aber, jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Aidy! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind sie alle tot. Du spinnst. Gehen wir. Jetzt. Eine Wache? Wo sind wir denn da? Shh. Alles wird gut. Das muss so. Das ist der traurige Blick in die Kamera, der soll euch zeigen, das ist wirklich sehr tragisch, was hier passiert, ja? Bitte mal ein bisschen Gefühle zeigen auch. Das ist gewollt, das ist künstlerisch ausgedrückt. Ja, wir sind gleich wieder da. Man kommt hier auch nicht mehr raus. Das muss so. Das ist gewollt, das ist, dass man dem auch nicht man kann dem nicht entkommen, weißt du? Es ist wie die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit. Du kannst dem einfach nicht entkommen. Es geht einfach nicht. Schade. Ich bin gleich wieder da.